ist sicherlich die erneut entflammte Theorie zur flachen Erde nicht entgangen. Was konnten Sie als Pilot beobachten? Welche Erkenntnisse konnten Sie gewinnen? Also dieser Blödsinn ist natürlich an mich auch herangetragen worden. Ich war einmal in 15 Kilometer Höhe. Und das ist natürlich ein spezielles Ereignis. Normalerweise fliegen die Verkehrsflugzeuge nur bis etwa 13.000 Meter. In 15.000 Kilometer kann man ganz eindeutig sehen, dass die Erde eine Kugel ist. Das ist gar keine Frage. Und man sieht auch schon, dass der Himmel dort oben schwarz wird und nicht mehr blau ist. Na. Die geschickte Täuschung bemerkt. Nochmal. Er beginnt mit Ich war einmal in 15 Kilometern Höhe. Er führt weiter aus Watz. Ein spezielles Ereignis ist, da die Verkehrsflugzeuge nur bis eine Höhe von 13.000 Metern fliegen. Und dann platziert er seine Täuschung, indem er dann weiter ausführt. In 15.000 Kilometern kann man ganz eindeutig sehen, dass die Erde eine Kugel ist. Also nicht mehr Meter, sondern Kilometer. Das ist kein Fehler oder Versprecher, das ist eine Täuschung. Da man ihm somit nicht anlasten kann, dass er behauptet hätte, man würde in 15 Kilometern Höhe ganz eindeutig sehen, dass die Erde eine Kugel ist, denn er weiß, dass das nicht der Fall ist. Man sieht es nicht mal in 20 Kilometern Höhe. Hierzu noch ein Augenzeugenbericht. Es gibt jetzt natürlich ein kleines Problem, was ich habe. Ich bin nämlich schon in einer ziemlich hohen Höhe gewesen, sondern nämlich fast 20 Kilometer. Und ich habe dazu zwei Sachen zu sagen. Erstens, man sieht nicht, dass der Horizont zu den Seiten abfällt. Ich habe nur ein Video gesehen. Eine einzige Sache. Ich habe nur ein Video gesehen, weil also in letzter Zeit habe ich... Nun, also entweder lügt Peter Heisenko hier im Auftrag einer Agenda und nur wieso, denn man sieht in 15 Kilometern Höhe nicht ganz eindeutig, dass die Erde eine Kugel ist. Wie mit eben gezeigten Videoausschnitt belegt, keine Krümmung in 20 Kilometern Höhe. Oder bedient sich Peter Heisenko und nur wieso der Täuschung, indem sie Heisenko statt 15.000 Meter 15.000 Kilometer sagen lassen. Es macht beides keinen Unterschied, denn selbst wenn es ein Versprecher war, dann lügt Heisenko hier, da man in 15 Kilometern keine Krümmung sehen kann. Und wenn es kein Versprecher war, dann war dies eine offensichtliche Täuschung. Würde dich interessieren, was der Hampelmann Frank Höfer, Robert Stein, Peter Heisenko und Frank Stoner dazu sagen? Sollte es nicht, weil das Agenten sind. Und Tony Maroni spielt den Steigbügelhalter. Die kontrollierte Opposition und versucht noch seinen Glaubens- und Religionsbullshit einzuprogrammieren oder wo in Maonis Video siehst du das, auf was ich hier eingehe? Haltet ihr ihn für so dumm? Mahoney ist genauso ein Agent. Hey Mr. Broker, what have you done? It's a disaster, see them run. Interessant.